Vanillekipfer, weil Vanillekipfer sind typische Kekse für die Weihnachtszeit. Fangen wir an. Folgende Zutaten für Vanillekipfer sind 125 Gramm Zucker. Wir haben aber nur 75 Gramm genommen, weil es sonst zu süß ist. Danach 200 Gramm Butter. Danach 250 Gramm Mehl. Danach 200 Gramm geriebene Mandeln, gemahlene Mandeln. Danach zwei Eigelber, aber wir haben ein Ei genommen anstatt zwei Eigelber, weil es sonst eine Verschwendung ist. Und außerdem brauchen wir das ausgekratzte Mark einer Vanilleschote oder ein Tütchen echter Vanillezucker und drei Esslöffel Puderzucker. Zucker, Butter, Mehl, gemahlene Mandeln und ein Ei in eine Schüssel gegeben haben, müsste es ungefähr so aussehen. Also jedenfalls, wenn ihr es nach der Reihenfolge gemacht habt. Danach müssen wir jetzt das alles zusammenkneten zu einem Haufen. Also nun kneten wir den Teig, bis es ungefähr so aussieht. Danach nehmen wir ein bisschen von dem Teig und formen das in so kleine Bällchen. Den Mehlklumpen ungefähr so lange rollen, bis er einen Durchmesser von 2 cm hat. Nun müssen wir den fertig gerollten Teig in circa 2 cm Abschnitten in Stücke schneiden. Nun formen wir den Teig in einer Halbmondform, wie hier. Nun tun wir die Vanillekipfer in den Ofen bei 175 Grad Umluft. Das war's. Jetzt warten wir circa 15 Minuten. Nun fertigen wir ein Gemisch aus 3 Esslöffeln Puderzucker und ein Päckchen Vanillezucker an. Nun wälzen wir die Vanillekipfer in den vorherigen gezeigten Gemisch. Ungefähr so. Das ist das Endergebnis. Ich wünsche Ihnen noch eine frohe Weihnachtszeit.